Wer sein Vermögen lieber in edle Steine investiert, hat eigentlich gute Gründe. Diamanten sind ein endliches Produkt. Seit 20 Jahren wurde keine größere Mine mehr entdeckt. Hier in Idar-Oberstein, dem Zentrum des deutschen Diamanthandels, registrieren die Händler deshalb seit langem einen Boom. Auch schon vor der Finanzkrise. Die Nachfrage ist weltweit geboomt, muss man, oder ist explodiert. So etwas habe ich selbst in meinen 50 Jahren noch nicht erlebt. Wir haben also seit Januar bei der kleinen Ware hier, bei Tinstein und noch kleiner, haben wir einen Zuwachs von über 50%. Und dann gibt es die ganz kleine Besatzware, die dann sich größter Nachfrage erfreut. Das sind Steine, geschliffene Brillanten, also alle Steine mit 57 Facetten. Und da gehen 200 Stück aufs Karat, das heißt 1000 Stück aufs Gramm. Ein Karat ist ein Fünftel Gramm, ja. Und diese Steine sind nahezu explodiert um 60%. Also die haben vorher 1100 Euro gekostet und die kosten jetzt 1700 Euro. Doch weil die glitzernden Steine nicht amtlich gehandelt werden, birgt die Umwandlung von Geldvermögen in einen Haufen teurer Klunker auch gewisse Risiken. Experten raten daher zur Vorsicht. Ich habe erstmal keine offiziellen Markt wie an der Börse, wo ich Gold zum Beispiel täglich verkaufen kann für den Preis X, der veröffentlicht wird. Das gibt es bei Diamanten nicht. Bei Diamanten gibt es so eine Vielzahl von Qualitätsstufen und Kombinationen, dass man jeden Stein einzeln betrachten muss und muss sagen, okay, der Preis ist so heute. Wie der Preis in 3 Monaten ist für jene Qualität oder diese Qualität, weiß kein Mensch. Wenn es Nacht wird über Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt und es ist Dienstag, dann löst sich sämtliche Krisenstimmung vorübergehend auf in einer Mischung aus Alkohol, Schweiß und ohrenbetäubendem Lärm. Afterwork-Party der Banker am Main. Die eurokritischen Stimmen überwiegen, sofern unser Reporter alles richtig verstanden hat. Das ist kein Nehmen und Geben, aber das ist keine Win-Win-Situation mehr für alle. Die Starken zahlen und die Schwachen empfangen. So geht's seit Jahren. Wahrscheinlich wäre es besser, man würde den Euro abwickeln, also rückabwickeln. Warum? Weil die Länder, die jetzt in der Eurozone sind, eigentlich die hätten rein dürfen. Machen Sie sich denn Sorgen wegen der Euro-Krise? Komm aus der Schweiz. Nein. Seit einiger Zeit bekommt das deutsche Konstanz immer öfter Besuch aus der Schweiz. Sie gehen zum Einkaufen? Sagen Sie mir den Grund Ihrer Reise. Die Eidgenossen kommen, um ordentlich zu sparen. Ja, zurzeit ist für uns Schweizer natürlich der Euro super ideal. Und das ist der Grund, warum wir rübergehen, ja. Ein Weichspüler, eine Marke, kostet in der Schweiz 1 Liter 5,50 Franken. Und wenn er im Angebot ist in Deutschland, 1,11 Euro, was im Moment nicht mal 1,50 Franken ist. Und da lohnt sich das Hinfahren sogar. Der schwächelnde Euro stärkt die Kaufkraft des Schweizer Franken. Besonders gefragt Textilien. Es ist tipptopp, die kann ich aber immer brauchen. Zusätzlich zum günstigen Euro-Kurs bekommen Schweizer Kunden auch die deutsche Mehrwertsteuer erstattet. Immerhin 19%. Allerdings nur mit dem Stempel der deutschen Zollbehörde und erst beim nächsten Einkauf im selben Geschäft. Wie viel sparen Sie denn für Einkaufen? Oh, ja, schon. 30%. Ja. Circa 30% sparen wir, ja. Das macht sich schon bezahlt mit der Zeit. Unser hoher Schweizer Franken. Also wir füllen jetzt den Ausfuhrschein praktisch für die Schweizer Kundschaft aus. Sie müssen das dann am deutschen Zoll vorzeigen. Das Ganze muss abgestempelt werden und die Kunden können das innerhalb von 2 Jahren bei uns in einem von unseren 3 Geschäften in Konstanz wieder einlösen und bekommen von uns ihre Mehrwertsteuer zurück. Das wären in dem Fall 6,23 €. Gut, so bindet man auch die Kundschaft. Kann man so sagen. Genau. Ne? Also ich sage immer, eine Hand wäscht die andere. Wir haben ja alle was davon, ne? Wenn wir mal was etwas kaufen hier, dann müssen wir fast wieder zurückkommen, weil wir haben ja Geld so gut vom Staat Deutschland. So spart der Schweizer auch, wenn er Alkohol kauft in Konstanz. Selbst beim Schnaps aus Griechenland. Wenn Sie jetzt hier sehen, wir haben jetzt einen Uso. Das ist ein Preis von knappen 10 Euro. Dieser Uso, wenn der dann eingeführt wird in die Schweiz und dann der Kunde zurück in Deutschland ist und die Mehrwertsteuererstattung kassiert, bekommt er ca. 2 Euro an Mehrwertsteuer zurückerstattet. Unabhängig davon, dass dieser Uso in dieser Qualität in der Schweiz mindestens
16 Euro im Verhältnis kosten würde. An manchen Tagen strömen mehr Schweizer als Deutsche nach Konstanz. Invasion der Schnäppchenjäger. Die Zöllner sind beschäftigt. Gewissensbisse haben die Sparer nur in Richtung Eidgenossenschaft. Ja, ich weiss, eigentlich müssen wir die Schweizer Wirtschaft unterstützen. Der Franken ist ja eigentlich viel zu teuer momentan, aber ja. Eigentlich ist es nicht richtig, was wir machen, aber ja. Wer kann, investiert jetzt in flüssiges Gold aus roten Trauben. Versteigerung am Freitag in München. So, herzlich willkommen zur 115. Raritätenauktion von Koppel & Partner. Ich glaube, der Katalog ist sehr gut angekommen bei den Kunden. Wir hatten sehr viele Premier Cru, die wir reinbekommen haben. Und der Trend momentan ist wirklich rein in die Sachwerte, Freunde. Wein gilt als sichere Geldanlage, wenn er rar ist und rot. 89 Mouton rufe ich aus für 3.189. 125, 135 noch. 218. 94er Lafite, 12er Kiste für 7.460. Die Preise für Blutchips aus dem Weinberg sind explodiert. Weinhändler Michael Unger bedauert, dass für viele seiner Kunden Rotwein inzwischen weniger Genussmittel denn Spekulationsobjekt ist und verdient nicht schlecht daran. Absurde Kurssprünge erleben Flaschen von Lafite Rothschild. Der Jahrgang 1982 Lafite Rothschild ist ein Wein, der zu etwa 100 DM, also sagen wir mal 50 Euro, verkauft würde. Jetzt mittlerweile läuft die Flasche für ungefähr 4.500 Euro. Lafite Rothschild war einfach das erste Weingut, das in Asien präsent war. Und jeder weiß sicher, dass die Asiaten momentan nach den westlichen Luxus- und Prestigegütern streben. Die Top-Uhrenbrands, die Top-Automarken. Und das hat den Weinbereich eben seit einigen Jahren auch erwischt. Und da ist Lafite mit großem Abstand die Nummer eins. Vor allem reiche Chinesen zahlen fast jeden Preis. 2003er Lafite, 6 Flaschen für 5.500. 97 Lafite, 12er OHK für 8.000. Jetzt will mancher Genießer lieber Kasse machen. Wenn man sowas lange im Keller hat und es ist der Preis so gestiegen, dann sagt man sich, trinke ich den Wein noch für 2.000 Euro die Flasche oder nicht? Und dann überlegt man sich das zweimal. Und wozu entscheiden Sie sich? Ich entscheide mich bei den Preisen zum Verkaufen. Wer den kränkelnden Euro stärken möchte, der muss jetzt endlich die letzte D-Mark rausrücken. Bei der Bundesbank in Frankfurt passiert das bis zu 50 Mal am Tag. Umgetauscht werden dabei Beträge zwischen 2 und 10.000 Mark. Dann stellen Sie sie mal so rein. Okay. Was haben Sie da? 5 D-Mark Münzen. Woher kommen die? Von meinen Großeltern. 120, 180, 140, 300, 360, 70, 80, 90, 395. Den muss ich Ihnen zurückgeben. Das Deutsche Reich. Okay. Morgen. Guten Tag. Ich habe hier zwei. Was haben Sie denn umgetauscht gerade? 2 10 D-Mark Olympia München Sonderprägung. Die habe ich von meinem Schwiegervater, der bei der Bundesbank war, mal geerbt. Und ich glaube, sie sind so viel aufgelegt worden, dass sie keinen Sonderwert haben. Also, da tausche ich sie um. Ist es nicht, wird man nicht sentimental, wenn man das umtauscht? Bitte? Wird man nicht sentimental, wenn man das umtauscht? Ach, das würde ich nicht sagen. Also sicherlich. Aber okay. Ja, 10,23 Euro. Alles klar. Gut. Man muss auf so vieles verzichten, sodass man die Sentimentalität möglichst vergessen sollte. Wie viel haben Sie denn da? Haben Sie da einen Überblick? Ich habe keine Ahnung, also ich schätze mal, so 10 D-Mark sind es ja schon mal. Da muss man mal sehen. Und der Rest ist bestimmt oh, noch mal so. Papier können Sie ruhig dabei lassen. 20 Euro vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Bei den Griechen war es halt so, die haben, glaube ich, auch viel erzählt, was nicht so ganz gestimmt hat. Und letztlich kam das jetzt alles raus und ja, die müssen halt mal aufräumen zu Hause. So wie ich mit meinen Pfändigen. Noch sind mehr als 13 Milliarden deutsche Mark im Umlauf. Noch hat der Euro nicht gewonnen.